in meiner Forschung. Dieser Herr gab mir dann den Namen des Buches von Franz Kast über den Adelsfamilien in Württemberg. Meine Ahnenforschung wurde dann noch ein bisschen stärker als wie vorher. Nicht um einen Adelstitel zu erreichen, sondern im Sinne immer weiter zurück zu erforschen. Ich suchte dann in der gut begüterten Universitätsbibliothek in Straßburg die ganze Bibliografie über die Freiherren von Eid auf, ca. 28 Bücher, und stellte mir dann einen, wie über die bürgerlichen Eid, einen Stammbaum auf. Als ich dann alle Unterlagen über diese Herren von Eid aufgestellt habe, sagen wir mal alle, manchmal gut die Hälfte, entschloss ich mich, beim ersten Herrn von Eid im Schlosse Dörsbach in Württemberg anzuklopfen. Es empfang mich der damalige Kurt Hugo Freiherr von Eid, hörte meine Story an, kamen dann noch weitere Besuchungen dazu, aber über die bürgerlichen Eid gab es hier keine Weiterhilfe. Die weiteren Forschungen brachten mich auch nach dem Schlosse Hammersdorf, bei Leutershausen und das bei Ansbach, wo mich Dr. Eberhard, Freiherr von Eid, empfing. Ich gab auch mehrere Besuchen. Herr Eid zeigte mir selbst eines seiner Privatarchiven über die Freiherren von Eid, hatte auch die Freude und die Ehre, am 25. Januar 1985 an der Herausgabe des Buches der Freiherrn von Eid im Saal des Schlosses in Ramersdorf als bürgerlichen Eid dabei zu sein. Dieses Werk wurde seit 15 Jahren Arbeit von Dr. Eberhard von Eid vervollständigt. Aber hier bei den Eid von Eid gab es für mich auch keine weitere Hilfe über die Auskunft über die Ahnen von Andreas Eid. Dann erfuhr ich weiter von dem Schlosse der Freiherrn von Eid in Neuendittelsau bei Nürnberg, ein alter Besitz der Freiherren von Eid seit 1513. Dann gingen die ersten brieflichen Verbindungen mit der heute noch liebenden Frau Alexa von Eid ein. Diese Frau Baronin schreibt mir dann in den drei folgenden Daten die Briefen vom 15.03.81, 23.02.83, und vom 7.06.85, dass ein Ludwig Junker von Eid aus dem Schlosse Sommersdorf, ein ältestes bekanntes Besitztum der Familie von Eid seit 1371, anfangs des 16. Jahrhunderts, sie fand dieses in ihrem Schlosse in der Privatarchive der Familie von Eid auf einer Archivalie, mit einer bürgerlichen Frau einen unehelichen Sohn zeugte, anfangs des 16. Jahrhunderts, ihm seinen Namen gab, obwohl diesem Sohn der Adel nicht zustand. Diese Frau erhielt von dem Adligen von Eid eine Abfindungssumme und über dieses wurde damals geschwiegen. Ob dieser junge Eidname wurde mir nicht mitgeteilt, Nachkommenschaft zeugte, ist ihr nicht bekannt. Im November 1984 entschloss ich mich, nach dem Schlosse Neuendittelsau zu fahren und besuchte die Frau Baronin auf. Sie war erstaunt über meine große internationale Forschung und erklärte mir, dass sie im Moment die Archivalie nicht findet und zur Hand hatte, über den Sohn von Junker Ludwig von Eid. Und ich musste dann wieder nach Hause fahren. In meiner weiteren Forschung habe ich auch in dem Buch von Albert Werminghoff, von Dr. Albert Werminghoff, Professor der Geschichte an der Universität Halle, 1919, mit dem Titel Ludwig von Eid der Ältere, 1417-1502, Folgendes vorgefunden, dass damals am 2. Februar 1509 am Hof in Berlin beim Kurfürst Joachim I. von Brandenburg und seinem Bruder Albrecht, ein Heinrich Eid,
einen bürgerlichen Eid, Barbier und Feldmediziner war, also Angestellter am Hof, dem das Recht des ersten Verbandes an Verwundete in Berlin und Köln verliehen haben. Die Verpflichtungen, die Hofjungen in jeder Woche zweimal zu waschen, ihre Köpfe reinzuhalten, wie überhaupt das Hofgesinde zu pflegen. Ob dieser bürgerlichen Eid mit den von Eid, die auch in diesem Hofe ritterlichen Ämten hatten, ließ sich bis heute nicht erklären. Zu erwähnen sei noch Folgendes, dass die Herr Freiherrn von Eid seit dem 23.08.1694 vom Kaiser Leopold I. in Wien in den Freiherrenstand erhoben worden sind und zur Zeit der Geburt dem bürgerlichen Eid, Andreas Eid, Herren von Adel waren mit hohen Ämtern in Mittelfranken und das in kirchlicher und in königlicher Hinsicht sehr vertreten war. Und dass sie herstammen, die von Eibs, von dem Ort der Eib bei Ansbach und sind urkundlich erwähnt seit 1165. Aber die deutsche Geschichte erwähnt sie schon, so wie Dr. Eberhard erwähnt, seit dem Jahre 782 nach Christus. Wenn ich heute zurückblicke über allen meinen vielen Forschungen und Privatbesuchen bei den bürgerlichen Eiben und bei den adligen Eiben, habe ich folgende Feststellungen gemacht. Ich schäme mich nicht zu sagen. Ich habe mehrere Mal das Gesichtsschnitt meiner Ahnen und all den anderen Eib und Voneib unter sich wiedergefunden. Und ich muss von solchen Feststellungen eines wahrnehmen, dass die gewisse Ähnlichkeit, die Typologie, Morphopsychologie, wie man die heißt, dass diese große Wissenschaft doch recht hat über die exakte Ähnlichkeit untereinander. Und das bedeutet für mich, dass all diese Eib mit I, Eib mit Y und von Eib von einem Ahnen herkommen und dass für mich dieses Rätsel damit aufgeht. Hierbei möchte ich auch noch folgende berichten, wie ich allzu den Adressen aller Eib mit I, mit Y und von Eib in Europa gekommen bin. In den Jahren 1983-84 suchte ich alle diese heute lebenden Familien in den 73 Telefonbüchern Deutschlands auf. Und das auch für Österreich, die Schweiz, Seite um Seite, Ort um Ort. In Frankreich wusste ich genau, wie viele Linien aus dem Johann Melchior ausgingen, vom Elsass bis in die Normandie. Diese beiden deutschen, französischen, österreichischen, schweizerischen Familien habe ich 1984 angeschrieben, stellte mich vor und erklärte dieser, was ich vorhabe. Bekam davon den meisten mit großer Freude dessen Ahnen zugeteilt. Vater, Großvater, Urgroßvater und so weiter. Und stellte mir bis heute über diese allen einen 10 x 1,50 Meter langen Stammbaum auf. Im Jahre 1985 bekam ich die Idee, alle Eib mit I, mit Y und von Eib auf ein Treffen aller zu unternehmen. Habe dann alle Vorgefundenen in Europa angeschrieben, ob sie zu einem Treffen bereit seien. Die Antwort war positiv. Und ich konnte was vorbereiten. Und die Vorbereitung, die haben Sie heute schon bemerkt. Laut meiner Forschungen habe ich vorgefunden, dass zwischen 1780 und 1925 vielen bürgerlichen Eib aus Nordhollywood
Diesen suchen Kontakt mit genealogischen Freunden über Nachforschungen über die Nachkommenschaft Deutschauswanderer nach USA. Da zögere ich nicht, schreibe hin und die Arbeit beginne dann dort sehr positiv. Dieselbe Methode wie mit den europäischen Alpen. Im Jahre 1983 bekam ich die erste Antwort einer Gertrud Rose Alp aus Denver, Colorado. Sie selbst ist Mitglied eines dieser Vereine, antwortete mir mit großer Freude, ein Alp zu finden, der über die Alps in Europa, über diese alle Familien forschte. Diese Frau schreibt selbst ein Buch über die Alps in Amerika, über die damaligen Deutschauswanderer nach USA. Wie sie lebten und wie all diese Alps dort was zustande gekriegt haben. Ich muss ein Zwischenzeichen machen in Amerika, das heißt nicht, wir müssen es nachher wiederholen. Ihr Vater selbst war der Hauptdirektor der Firma Willis Overland. Diese Firma hatte die weltberühmte Jeep gebaut, unter der damaligen Führung ihres Vaters Calvin Cyrus Ipe, der 1944 starb. Diese Frau besorgte mir in Salt Lake City, im Staat Utah, 130 Ipe-Adressen in Amerika über heute dort lebenden Familien. Im Januar 1985 schrieb ich alle 130 Familien in den USA an. Die Rückantwort sind heute sehr positiv geworden. Über das Dreiviertel hat es sich gemeldet. Ein wahrer Rekord, noch schlimmer wie die Europäer. Aber nur eine ist bis heute gekommen. Nach USA, direkt an den europäischen Stammbaum verbunden. Der amerikanische Stammbaum ist heute 10 Meter lang und wenn es noch 2-3 Jahre Forschung dauert, wird er uns Europäer überholen. Denn ich glaube, er wird bestimmt 40 Meter lang werden. Im Oktober 1985 erhielt ich schon Einladung vor, um nach den USA zu kommen. Diese allen wollen den berühmten europäischen Ahnenforscher kennenlernen. Bis heutzutage und für das Ipe-Meeting sind über 60 Meter, was Sie hier sehen, über 60 Meter Stammbaum aufgestellt. Über die von damals bis heute alle bürgerlichen Ipe drauf sind. Und da finden Sie auch einen Stammbaum vor von 10 Meter lang, den habe ich, wie man richtig so sagt, auf Elsässisch genau abgeschaut von Dr. Eberhard von Alp. Und habe ihn aber als Stammbaum aufgestellt. Der Dr. Eberhard hat es auf Buch aufgestellt. So entschloss ich mich 1986 im Januar alle Alp und von Alp in Europa und die der USA zu einem Treffen hier am 28.06. hier in Elsass in meiner Farm einzuladen. So wie ich heute festgestellt habe und so wie ich da schon geschrieben habe, mein Erfolg wurde gekrönt, es sind hier 250 Anwesende. Mit den beiden Musikanten, die heute hier waren, sind da über 318 Personen gewesen. Also sie kamen sowieso aus aller Richtung, was wir hier heute haben. Wir haben leider nur einen Alp aus USA, wir haben die meisten aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich und hier aus Frankreich. Und was normalerweise wir heute feiern, das sind die 450 Jahre bürgerlichen Alp. Und da glaube ich, da können wir bürgerlichen Alp stolz drauf sein. Jawohl. Jahre
bürgerlichen Eid bedeutet für mich, dass es auch durch trotzdem eine lange Zeit und einen Ahnen vorzufinden, der damals auf einer Universität studierte, Pfarrer wurde und später evangelischer Abt wurde. Also nach meiner Ansicht nach müssen seine Eltern Geld gehabt haben, dass der Junge studieren könnte. Und der Junge musste nicht dumm gewesen sein, schon später heute ist das Eidentreffen nicht zustande gekommen. Was ich noch in weiteren Jahren, was Sie erwarten von mir, geben wird, ist Folgendes. Weitere Forschungen in den USA, um alle, das ist eine verrückte Idee, heute lebenden Eid vorzufinden. Und auch in Europa und auch Australien, hauptsächlich Australien, sind 4 Stück ausgewandert. Die Australien habe ich jetzt noch nicht erforscht. Brasilien und natürlich auch verschiedene Länder Europas. Ich nenne unter verschiedenen Ländern Europas Deutschland nicht mehr, da weiß ich genau, was sich vor sich geht. Aber heute habe ich trotzdem eine Bemerkung bekommen. Ich hätte irgendwo eine Familie aus Tulingen nicht eingeladen. Also ich weiß nicht, ich habe die ganze Vorbereitung ganz allein gemacht, alle Etiketten geschrieben, alles selbst ausgedacht. Als mal eine oder zwei Familien nicht, was ich vergessen habe, müssen mich leider entschuldigen, es war zu viel für mich. Wo ich hauptsächlich meine europäischen Forschungen noch weiter ausstrecken möchte, weil hier sind anwesenden Eiden, die aus rumänischen und karpatischen Abstammungen haben. Und ich versuche heute alles in dieser Länder nachzuforschen und zu erfahren, welches diesen Ahnen war. Also diesen Herrn, ihren Ahnen, habe ich schon die Vermutung, die stammen über die österreichische Linie ab und die österreichische Linie ist 1716 aus Württemberg nach Österreich ausgewandert. Da würde ich gerne meine Forschungen, ich habe sie schon brieflich bekommen, aus der Tschechoslowakei, Rumänien, Ungarn und DDR selbst noch hinfahren, um nachzuforschen. Also ich glaube, es kann nur ein Verrückter fertigbringen. Ich möchte kurz noch auch dazu sagen, Tätigkeiten der Familienmitglieder, Berufe in der bürgerlichen Eidfamilie. Fangen wir mal an mit Amerika. In Amerika hat ein Eid einen Namen gemacht als Generaldirektor der Firma Willis Overland Bauer der Chip, wie ich vorher genannt habe. Calvin Cyrus Eib. In Amerika gab es bürgerlichen Eibs, die waren Advokaten, Richter, Eisenbahningenieure, Rindezüchter, Plantageneigentümer, große Pferdenzüchter, große Holzhandlungen in Virginia und mehrere große Farmer. Auch der älteste Ausgewanderte nach Amerika war Peter Henry Eib als Söldner für die englische Armee wegen des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs und er ist niemals wieder zurückgekommen und hat heute in Amerika den größten Stamm gegründet. Was wir hier in Europa als Tätigkeit der Familienmitglieder haben, besonderen, das hat Pfarrer gegeben, Abte, Chirurgen, Ingenieuren, Herrschaftsbesitzer in der Steiermark, Marineoffiziere, Doktor der Medizin, Hauptmänner und den berühmten Generalmajor, der ersten Flugpilot Österreichs, Robert Eib. Seine beiden Söhne Wolfgang und Christian sind hier. Das Jäckchen, wie ein Blöder, die Wiese, kommt doch mal.
Là, il y a quelques lignées un peu dispersées, donc on n'a pas encore tout à fait retrouvé les hommes, je dirais, sur l'arc général, qui sont des lignées qui est de Worms, voilà, du nom de Worms. Et donc on n'a pas encore tout à fait retrouvé encore. Donc, deux lignées, donc ils vont un petit bout de rejoindre les deux, mais mort un petit bout, et les deux, bah, les deux, d'après leur naissance, ils. De F qui est ici en Y, c'était une origine Johannesburg. Nein, bei uns. Bei ihm.